Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, was das Herz des Meeres kann. Los geht's! Das Herz des Meeres kann man nur in einem Schatz finden. Wie man so einen findet, habe ich schon mal gezeigt. Dieses Video könnt ihr euch auch gerne anschauen. Mit dem Herz des Meeres kann man einen Akquisator craften, indem man das Herz des Meeres in die Mitte einer Werkbank legt und drumherum Nautilusschalen legt. Dann erhält man den Akquisator. Das ist eine Art Leuchtfeuer für Unterwasser. Um ihn zu aktivieren, benötigt ihr Prismarin. Und dafür baut ihr als erstes auf dem Boden eine Reihe, die 5 Blöcke lang ist. Jetzt baut ihr auf jeder Seite nochmal 4 weitere Blöcke nach oben, sodass das Ganze insgesamt 5 Blöcke hoch ist. Die beiden Türme verbindet ihr dann. Den Akquisator müssen wir jetzt in die Mitte hier machen. Dafür baut ihr euch hier mal irgendeinen Hilfsblock hin und den Akquisator oben drauf. Dann entfernt ihr den Hilfsblock wieder und das Ganze ist fertig. Um das dann richtig zu aktivieren, muss es natürlich unter Wasser sein und deshalb baue ich das jetzt mal. Ihr seht schon rechts oben in der Ecke, ich habe jetzt einen Effekt bekommen. Dieser Effekt heißt Meereskraft und bewirkt folgende 3 Dinge. Erstens, die Luftblasen gehen unter Wasser nicht weg. Zweitens, man kann unter Wasser besser sehen. Und drittens, man kann unter Wasser schneller abbauen. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.